Schnibbel, Schnapp und hallo Ri und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm, den Multiplayer, heute in einer Veränderung mit mir, dem Nefkara. Und mit mir, der Maxi. Genau, das ist die Veränderung. Wie ihr seht, sind wir Bronze. Leider, weil wir so lange nicht gespielt haben, aber das macht eigentlich auch nicht so viel. Wir haben gerade unser Einführungsmatch gespielt und sind halt dann Bronze gelandet. Passiert. Und ich denke mal, warum ist Yoshi nicht dabei? Yoshi muss lernen, kann gerade nicht. Dementsprechend haben wir ihm dann die Woche entnommen und ja, Maxi und ich machen das die Woche, würde ich mal sagen. Also Montag seht ihr noch mit Yoshi und Dienstag, ab Dienstag dann mit mir und Maxi. Ich denke mal, wir starten jetzt einfach mal. Ja. In Bronzeliga kann man noch Spaß haben, da wird man nämlich so schön gerusht. Da freut man sich immer drüber, ne? Ja, GTA habe ich inzwischen auch, Leute. Also ich habe es gestern sogar schon bekommen gehabt. Ja, ich nehme zwar hier am Montag auf, aber... Ihr seht das ja erst am Dienstag. Gestern habe ich es bekommen gehabt. Da ich als Zweit-PS3, die ich damals holen musste, die kleine genommen habe, hatte ich gerade eben, beziehungsweise habe ich gestern Riesenprobleme damit gehabt mit dem Spiel. Ah, das hat so viel Arbeit, das hat so viel Speicherplatzanforderung. Musste ich System formatieren, voll der Abfuck. Na egal, wechseln wir Thema zu StarCraft. Der Knochengraben gegen Hordemaster und Silo. Silo, der Geilo. Wir müssen relativ früh scouten, kann sein, dass Silo es mag, mit seinen Zerglingen zu preschen. Ich bin Zerg. Doppelzerg? Oh, wundert mich. Ja, ich werde Zerglinge mit Zerglingen anfangen. Standardgemäß werde mit einer GGHF-Smiley. Ja, jetzt erst wie meine Tastatur ein Smiley machen, wa? Ja, jetzt ja. Wir brauchen mehr Mineralien, Meister. Brr, miau, Wuffbell. Auf jeden Fall. Immer. Bei 9 fange ich mal wieder mit dem Overlord an. Nach dem Overlord gehe ich auf 15 hoch, dann die Echse und den Brutjump-Pool und das mache ich gleichzeitig. Ja. Ja. Ich mache das immer ein bisschen anders. Wir brauchen mehr Mineralien. Du, mein Workerchen, gehst mal hier drüben gucken. Wir brauchen mehr Overlords. Ja, mein 10. Worker geht jetzt scouten, sonst wird das nichts. Bis unsere Overlords zu ihm ankommen sind, ist das Match schon verloren, im Normalfall. Also. Ja, vor allem bei Bronze. Es geht hier um einfach scouten, ob geäxt wurde, ob Pool steht, was auch immer, wie auch immer. In der Zeit schön weiter. Ihr kennt das ja. Wir waren ja schon Gold, ihr kennt das ja. Maxi und ich waren sogar auch schon Gold. Aber so ist das nicht. Ich weiß zwar nicht mehr, wie das passiert ist, aber wir waren auch schon durch. Ja, oh Wunder, oh Wunder. In diesem komischen hohen Gras kann man seine Einheiten verstecken, ist mir eben aufgefallen. Ich meine, das ist mir auch schon vorher mal aufgefallen. Oh, der kommt jetzt escorten. Protoss hat an seine Base gebaut, baut hier nichts, sehe ich gerade. Also ich sehe nichts. Scheiße, der hat meine Einheit gecatcht. Jetzt weiß ich nicht, ob er es macht. Toll. Scheiße. Schon verkackt. Ja, ich schick mal so, ne? Das Overlord drüben ist, dauert ein bisschen lang. Eigentlich fehlt nur noch der Zerg. Jetzt ist Bootschein gut. Jetzt ist Bootschein gut. Sehr schön. Wir brauchen mehr Mineralien. Und da kommt der Bootschein gut. Und da kommt das Gas. Wir brauchen mehr Mineralien. Huch, er hat geäxt. Der Zerg hat geäxt. Jo, meine Ex ist genauso weit wie seine. Das heißt, er hat bei 15 Gags. Guck mal auf seinen Bootschamp-Pool, denn nebenbei parallel in der Mache ist. Jo, bin dran. Cybernetic Core Standard Opening. Gas. Nö. Doch, doch, da ist er. Doch, der ist in der Mache. Meiner ist genauso weit. Wenn mein Bootschamp-Pool fertig ist, sollte meine Echse auch fertig sein und dann kann ich theoretisch Double Queen Stop machen. So in etwa. Na, wobei nicht ganz. Aber eine Theorie. Wir brauchen mehr Overlords. Ach. Ich brauch Gas, ich brauch Gas. Und ich brauch Overlords. Ja, das auch. Da kommt er raus. So, erste Queen wird gemacht. Zweite Queen sollte jetzt eigentlich direkt hinterher kommen. Dann fange ich an, Zerglinge zu pumpen. Komm schon, ich brauch noch einen. Lass mich nicht im Stich. Puff, zack. Da kannst du direkt einen Worker draus machen. So. Wenn ich jetzt 100-100 habe, mache ich Metabolismus. Ja, Metabolismus. Ach, ich hab's hier gerade echt. Der Aussprache. Macht ja nix. Zerg bepumpt ebenfalls seine Echse unten. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Oh.
Ein armer Overlord. Zirkel, komm bei mir. Ah, der stirbt, scheiße. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Das würde ich eigentlich schon gerne morphen. Wir brauchen Speedlinge. Na klar. Overlord tot. Ich habe Speedlinge. Sehr schön. Davon? Nö. Nicht zu wenig. In wenigen Sekunden. Achso. Das war das erste, was ich gemacht habe, weil Gas kam bei mir relativ früh. Dauert nur immer eine Weile. Zwei Overlords nachpumpen. Unten die Echo mal beflammen. Zweite Gas konnte ich oben mal anstoßen. Double Evo Chamber könnte bei mir mal kommen. Metamorphose abgeschlossen. Guck, Speedlinge. Ich würde auch gerne gleich einen Run-By ansetzen. Hm? Angreifen heißt das. Ich hab's verstanden. Waffen-Upgrade kommt bei mir raus. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, das brauchen wir echt. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Gib mal. Ja. Na super, vor allem ich. Natürlich immer ich. Die stirbt nicht, meine deine Queen Base. Direkt. Nein, die Queen stirbt vielleicht, aber nicht deine Base. Ich hab mehr. Viel mehr. Okay, super. Wenn du magst, können wir auch angreifen gehen. Weil ich hab fucking viele Speedlinge. Ich hab auch schon über 50 an Supply. Waffen-Upgrade bin ich am Pumpen. Als nächstes kommt Lytra und dann kommt gleich noch eine neue Echse. Ja, gar nicht so schlecht. Von mir aus könnten wir losziehen. Ich hab halt eben nicht viel, ne? Ich hab ganz schön viel. Der hat noch keine Speedlinge und bei mir ist Waffen-Upgrade gleich durch. Würde ich mir mal gerne auf den Schnelltasten Speicher legen. Hydras, ja, die tun jetzt auch ganz gut. Und möchte ich mal noch ein Gas belegen. Meine Schaben sind immer noch so lahmarschig unterwegs. Wie eh und je. Ich habe echt drei Evo-Chambers. Warum nicht? Da sind die ein bisschen flotter. Ah, ich brauch's. Und echt. Overlords, ja, ja. Ja, ja. Immer doch. Meine zweite bzw. meine dritte Base ist gleich durch. Meine Zerklinge können schon anfangen, hier das abzuballern. Kommt nämlich bestimmt gleich Air-Units und aus dem einfachen Grunde kommen jetzt bei mir Hydras. Brauch mehr Gas. Mineralien ist momentan ganz okay. Ich habe ein richtig dickes Supply schon mit fast 100. Aber ja, ist nicht so viel eigentlich. So, Overlord Speed, Bewegungsgeschwindigkeit könnte ich gebrauchen, da kommen meine Hydras. Ja, können wir echt gebrauchen, mehr Overlords. Apropos Overlords, ja, ich habe auch gerade, da wir beide keinen Overlord mehr vorne stehen haben. Ich wüsste gern, was der Zerg, ja, ich bin mir ziemlich sicher, Förmling. Dass... Ja, ich hab vor dir einen Förmling geschickt. Ja, ich schick meinen aber direkt hinterher. Bei solcher Grube kommt bei mir direkt hinterher. Wir brauchen mehr Overlords.
Wir brauchen mehr Mineralmetamorphose abgeschlossen. Was habe ich denn da gesehen? Der Koloss. Hat Schwarm. Der Koloss. Hm? Der hat Schwarmdinger. Schwarmwörter? Ja. Das, was ich viel schlimmer finde, ist, dass einer von uns... Da kommen die Speedlinge bei mir. Das ist viel zu wenig. Die Banelinge sind schlimm. Ist aber abgeräumt und geklärt. Einer von uns muss Air-Units bauen. Gegen Kolosse haben unsere Ground-Dinger keine Chance. Ja, ich dachte an Mutas, weil die so ein bisschen... Ja, genau die flexibel. Meinte ich, ja. Das brauchen wir echt. Deswegen könnte ich mal noch ein Upgrade gebrauchen. Das 2er Upgrade könnte ich auch noch mal hochpumpen. Meine Viecher haben 1-1, wie deine auch. Bei mir ist das 2-1er gerade für meine Zerglinge durch. Selbstmordzerklinge, hopp. Wir brauchen mehr Vespinger. Und was kriege ich da? Direkt mein Echo. Sehr schön. Das sieht doch vielversprechend aus. Ich habe einfach nur die Zerklinge dann eingeschickt. Greift das an. Ist kaputt. Na scheiße. Ja, Banelinge wird gleich. Die kommen gleich wieder zu mir. Die kommen gleich wieder zu mir. Ich weiß es doch jetzt schon. Brauch mehr Gas, ey, das geht so nicht. Kotzen sowas. Dum 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 dum. Komm, 6 Mutas. Besser als nix. Ich habe schon 8 von den Schwarm von den Schändern. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Wolltest du mit den Mutas jetzt abräumen gehen? Ich wollte nerven gehen. Geh die Hauptbase töten da. Die tot ist. Hat's wehgetan. Nicht genügend Energie. Warum hast du die Hauptbase stehen gelassen? Unsere Drohnen werden angegriffen. Ja, da kommen sie. Hast du, ne? Ja. Mineralienfeld erschöpft. Unsere Streitkräfte. Alter, Protoss kommt, Protoss kommt, Protoss kommt mit allem, was er hat. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Scheiße. Unsere Streitkräfte. Hat auch Mutas. Hm? Hat auch Mutas. Jo. Verdammt viel. Upgraded. Deine Roaches gehen gerade Selbstmord. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Streitkräfte. Mann, wie ich keine Einheiten mehr habe. Ich kotze zu selten auf meine Gebäude, scheiße.
Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten befindet sich im Kampf. Mann, und das alles, weil ich auf Ultras gespart habe. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ah! Mineralienfeld. Er braucht mehr Vespinger. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf angegriffen. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, ist das Problem. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Mach jetzt, Alter, mich das nervt. Alter! So viele Kolossi! So viele Kolossi! Nee, das war's. Ja. Mann! Das Einzige, was wir gebaut hätten, ist einer von uns beiden eher der andere Ground. Nein. Wir bauen dasselbe, und zwar beide gleichzeitig. Haben auch noch, ja, die haben gut gespielt. Wir haben halt genau gegenseitiges Bild gehabt. Fand ich gar nicht so schlecht. Wollte ich mal angucken. Also, One-on-One Bronze und ein Team Platin, die sind beide nicht so sonderlich gut. Und der Horde Master sind seine ersten Matches überhaupt. Er hat gerade mal sein 21. Match gespielt. Das war der Dienstag.